Ja, hallo ihr Lieben. Ihr kennt ja sicherlich alle einen Ant-Cube. Wisst ihr denn auch, was ein Fungus-Cube ist? Wenn nicht, dann schaut euch folgendes Video einmal an. Ja, hier seht ihr einen klassischen Aufbau eines Starter-Sets für Blattscheidameisen, so wie wir es auch bei uns im Shop anbieten. Wir haben hier einmal die Futterkammer, wir haben die Nestkammer und hier die Abfallkammer. Wobei Futterkammer jetzt nicht so ganz richtig gewählt ist, weil das Futter, das ist ja der Pilz, das ist ja hier dementsprechend hier in der Nestkammer. Sondern hier ist es ja so, dass die Blätter schneiden und daraus Nährboden für so einen Pilz machen, den sie ja dann in der Nestkammer bzw. dann ja, so verarbeiten. Und ihr seht hier auch, dass die Futterkammer, dass jetzt dort auch schon ein bisschen Pilz rüber gewandert ist. Das heißt, es ist jetzt einfach zu wenig Platz für die Tiere jetzt hier in der Pilzkammer. Wobei es ist ja eigentlich noch Platz hier in dieser Pilz- oder Nestkammer. Es ist ja nur so, dass das Ganze jetzt ein bisschen eingeschränkt ist durch diese Haube, die wir jetzt hier drüber gepackt haben. Das war anfänglich natürlich wichtig, damit die Tiere erstmal dieses Klima regulieren können, dass die Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc., auch die Luftzirkulation drinne ganz gut reguliert werden kann. Das können die Tiere einfach besser, wenn wir einfach drinnen noch mal so eine kleine Haube rüberpacken, als wenn der Pilz einfach nackt jetzt in so einer Arena drin ist. Aber er hat natürlich jetzt die Größe erreicht, wo er auch eigenständig in dieser Arena stehen kann, beziehungsweise er wird dementsprechend natürlich jetzt noch ein bisschen variieren. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich werde dazu jetzt einfach mal das Ganze hier öffnen. Ja, und hier seht ihr jetzt einen würfelförmigen Pilz, ja, den die Tiere gemacht haben. Ein Fungus Cube. Ja, und wie das Ganze entstanden ist, also ist natürlich, ihr habt gesehen, es war vorher so eine würfelförmige Form, auch oben nochmal drüber gestülpt. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch mit anderen Formen machen. Also man kann das Ganze jetzt Pyramidenform, ich kann einen Zylinder hinsetzen. Und die Tiere bauen das Ganze auch immer richtig schön so aus. Die nutzen natürlich maximal auch diesen Platz, der da drin ist, um dann diesen Pilz dann zu gestalten. Aber das Ganze hat auch eine Begrenzung, und zwar in der Höhe. Ja, das könnt ihr ja nicht beliebig jetzt irgendwie hochbauen, weil der Pilz, der hat auch so ein Eigengewicht. Das heißt, er drückt natürlich mal so ein bisschen runter und unten ist irgendwann die Stabilität nicht mehr gewährleistet, dass der Pilz da stabil einfach steht und dann sackt das Ganze halt in sich zusammen. Und deswegen ist eigentlich so die Größe, diese hier 30x30 Würfeln, so wie wir es ja auch anbieten, eigentlich ideal. Ja, also es ist selten, dass der Pilz jetzt groß höher wird. Also ja, klar kann man da noch ein bisschen tricksen. Zum Beispiel, wenn ihr so ein Gestell unten mit reinpackt oder irgendwie ein bisschen was stützt. Ja, ob das jetzt irgendwie so Kokosfasern sind oder irgendwie so ein Gestänge oder sowas halt, dann kann man das Ganze natürlich ein bisschen pushen, dann geht der Pilz natürlich auch nochmal deutlich höher. Was auch immer schön zu sehen ist, schaut euch mal hier oben einfach an. Ihr seht hier oben den oberen Teil. Also ihr seht hier wunderbar hier diese Schichten von dem Pilz. Der obere Teil, das ist der frische Pilz. Das ist der Pilz, wo sie die Blätter geschnitten haben, den sie jetzt schon eingearbeitet haben, schon in diese Struktur. Also wirklich der frische Teil. Der mittlere Teil hier, das ist der, den sie jetzt gut ernten können, also wovon sie sich ja dementsprechend hauptsächlich ernähren. Und unten, was so beigefarbt ist, das ist dann der alte Pilz. Das ist dann der Bereich, der dann abgetragen wird, dann auch in die Abfallkammer. Und dementsprechend sorgt wird. Ja, und dann sackt das Ganze natürlich auch mal ein bisschen ab, wobei manchmal ist es so, dass sie auf der Seite ein bisschen mehr aufbauen und auf der anderen Seite ein bisschen mehr abbauen oder auch umgekehrt. Also es variiert immer. Es ist nicht so, dass ein Pilz kontinuierlich wächst, das heißt, dass ihr jetzt irgendwie gleichmäßig so ein Wachstum habt, sondern häufig ist es so, dass es Abbauphasen gibt, also wo sie ganz viel plötzlich abbauen. Dann gibt es hier Phasen, wo sie ganz viel aufbauen. Also man hat hier nicht so was Kontinuierliches. Ne? Und das merke ich natürlich auch viel, wenn ihr bei uns anruft und fragt, oh, der Pilz ist irgendwie so am Eingehen, was habe ich falsch gemacht? Also manchmal ist es halt normal, so eine Welle, die entsteht, da braucht ihr euch eigentlich keine großen Sorgen machen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja, ich wollte euch so ein bisschen den Einblick geben, wie so ein Pilz, wie man ihn so ein bisschen auch gestalten kann und was dafür dann noch ein bisschen zu beachten ist, dass ihr so ein paar Informationen nochmal bekommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.